Weg. Lass mich das jetzt erst abfilmen. Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sorry, es blendet total, die Softbox ist an. Es ist zwar erst 3 Uhr, ja, aber es regnet und es ist so dunkel. Es ist unglaublich und deshalb backen wir jetzt eine Runde. Ich nehme euch mit. Und zwar backen wir jetzt Nusshörnchen. Ihr habt euch dieses Video gewünscht, nachdem ihr in einem Vlog gesehen habt, dass wir fleißig backen. Kamen ganz, ganz viele Nachrichten, ob ich dazu nicht mal ein Video machen könnte. Das mache ich heute sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wir nutzen jetzt einfach mal das schlechte Wetter dazu, dass wir einfach uns noch mehr auf Weihnachten einstimmen. Ich zeige euch jetzt die Zutaten und dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß bei dem Video. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration. Ich werde die Hörnchen auch in meinem Mulex machen. Dazu werde ich euch dann auch ein bisschen was sagen. Und der Alessandro kommt jetzt auch gerade, er hilft mir. Und ich würde sagen, los geht's! Starten wir mal mit den Zutaten für den Teig. Und zwar benötigen wir 200 Gramm Philadelphia-Käse. Ich habe jetzt diesen Frischkäse hier gekauft. Dann brauchen wir 250 Gramm weiche Butter. Wir benötigen 400 Gramm Mehl, 2 Eigelb. Und für die Füllung benötigen wir 250 Gramm Nüsse. Da habe ich noch welche in meinem Schrank. Dann brauchen wir 200 Gramm Zucker, Eiweiß von den Eiern, die wir vorher benötigt haben und einen Schuss Milch. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Der Alessandro misst jetzt die ganzen Zutaten ab, die ich euch vorhin genannt habe für den Teig. Jetzt in dem Fall 400 Gramm Mehl und dann wird der Teig schön vermengt mit dem Rührgerät. Und wenn der Teig dann fertig ist, werden 4 Portionen daraus geteilt und dann jeweils eine Platte gerollt. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt kümmern wir uns erstmal ums Vermengen. Habe ich jetzt steif geschlagen und der Lassie macht mal den Test, ob ich das gut gemacht habe. Jawohl. Kommt nichts raus, ne? Ja. Kannst einen Löffel nehmen, Schatz. Gut. Genau. Und jetzt wird die Füllung schön verrührt. Der Alessandro ist ganz fleißig hier mit seinem Teig und meins sieht jetzt so aus. Ich habe also diese eine Kugel schön ausgerollt, habe mir in die Mitte die Nussfüllung und die verteile ich jetzt eben gleichmäßig auf meinem Teig. Und jetzt schneiden wir uns das Ganze zurecht. Und zwar schneidet ihr das wie einen Kuchen, also in gleichmäßige Stücke. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie groß ihr eure Hörnchen haben möchtet. So sieht es jetzt bei mir aus, aber wie gesagt, wenn ihr etwas größere Hörnchen haben möchtet, dann müsst ihr einfach eine etwas größere Ecke abschneiden, ganz klar. Und dann nehmt ihr einfach das Ganze und rollt euch das von außen nach innen. Ich versuche das jetzt gerade mal mit einer Hand, das ist jetzt gar nicht so einfach. Aber ihr seht ja, dass dann da einfach so ein schönes Hörnchen rauskommt. Ja, und das mache ich jetzt mal und dann kommt das Ganze in meinen Mulex. Und hier ist jetzt mein Mulex. Das ist die Kasserole, die habe ich jetzt mal rausgelegt. Ich habe diesen Abstandshalter genommen, unten drunter Backpapier. Hier ist ja der Grill, ne, an sich. So sieht es aus. Und genau, ich habe diesen Abstandshalter eben drauf gemacht, damit meine Hörnchen nicht zerquetschen, wenn ich jetzt die obere Platte drauflege. Das Ganze habe ich jetzt vorgeheizt und jetzt kommen hier die Hörnchen rein. Und so sehen sie jetzt aus, unsere Hörnchen. Jetzt kommt der Deckel drauf. Ihr wisst Bescheid, ich hatte es euch ja schon mal erklärt. Deckel schön anheben und dann erst schließen, damit die Platte nicht kaputt geht, weil sie ja an der unteren sonst ja drankommen würde. Und dann machen wir uns ja unseren schönen Mulex kaputt. Also ich hole euch dann nochmal dazu, wenn unsere leckeren Hörnchen fertig sind. So, jetzt schauen wir mal rein. So sieht das Ganze jetzt aus. Oh, und es duftet so, so lecker. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Und ich denke, die sind jetzt auch fertig. Ja,
das passt so. Ihr macht das bitte nicht. Ups. Jetzt bin ich erschrocken. Ihr macht es bitte nicht, dass ihr da einfach so reinfasst. Aber meine Fingerlein sind ja, ja einiges gewohnt. Ne? Die Köche bei uns im Hotel, die haben uns immer einige Streiche gespielt. Und deshalb, wie gesagt, macht mir das jetzt nicht allzu viel aus. Also, ich hole die mal raus. Und so sehen sie jetzt aus, unsere fertigen Nusshörnchen. Ich habe die jetzt hier mal auf diese Etagere gelegt oder drapiert, wie auch immer. Da kommen schon die ersten Fingerlein. Die wird nicht lange hier so stehen, die Etagere, ne? Also das weiß ich jetzt schon. Also die wird schon hier stehen, aber die Hörnchen werden nicht alt. Sagen wir es mal so, mit meinen Männern. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Alle Infos zu den Nusshörnchen schreibe ich euch, wie gesagt, alle nochmal in die Infobox, damit ihr die dann auch fleißig nachmachen könnt. Und ich hoffe, dass euch unser kleines Video gefallen hat. Ihr habt es euch ja gewünscht und deshalb habe ich es einfach mal abgefilmt. Das ist kein Rezept so an sich, wie ihr es von mir kennt, sondern einfach so ein bisschen in Vlogform. Jo, okay, dann verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Weg! Gehst du weg?